Heute mal ein kleines Suchspiel und zwar mal damit was ganz anderes. Ihr könnt mal selber mitraten, was könnte es denn sein? Welches von den Bauteilen hier ist auf allen Platinen drauf? Welches habe ich zwar schon mal vor Ewigkeiten zerlegt, aber nicht ganz bis zu Ende kapiert? Und welches würde überhaupt von interessant ausschauen? So, und jetzt lasse ich euch mal eine halbe Stunde allein suchen. Na, das dauert mir jetzt zu lang. Also es ist das hier. Oder das hier. Oder, jetzt deutet ihr aufs Falsche. Das hier. Allen gemeinsam ist, dass das Thermosicherungen sind. Und früher habe ich einmal gedacht, naja gut, was wird da schon groß drin sein? Bis ich mir mal überlegt habe, wie geht denn das? Dass wir uns nicht missverstehen. Diese Dinger da, die sind ja nicht selbst rücksetzend. Also das ist kein Bimetall. Beim Bimetall, das wisst ihr, wie das geht, oder? Moment. So ein Bimetallschalter funktioniert im Prinzip so. Das sind zwei Metalle übereinander und die haben unterschiedliche Längen, Ausdehnungskoeffizient mit der Temperatur. Und wenn, dann wird eben der eine, wenn es warm wird, ein bisschen länger und der andere kürzer. Und dann dehnt sich das entweder so rum oder so rum, je nachdem, wie es gemacht ist. Und das hängt dann von den, ich sage es mal, metallurgischen Details von dem ganzen Ding ab, wie sich das verhält. Und je nachdem, wie weit sich das ausbiegt, kann man dann jetzt hier noch so einen einstellbaren Bämbel machen und damit die Temperatur so ungefähr einstellen. Das ist Pi mal Daumen. Wahrscheinlich nicht ganz exakt die Erklärung. Die Erklärung war zwar schön, aber hat damit gar nichts zu tun, weil die sind ja nicht selbst rückstellend. Die bleiben ja so. Wie geht das? So, und wahrscheinlich wisst ihr das alle und ich bin der Einzige, der es nicht weiß. Aber weil das so ist und weil das ja ein bisschen Selbsttherapie ist, machen wir jetzt mal so ein Ding auf. Gut, ich weiß schon ein bisschen, wie es aussieht, aber ich weiß erstmal nicht, ob alle gleich sind. Und ich habe es nicht ganz kapiert. Also erstmal für die Akten. Da ist ein Isolator, so wie es aussieht, und hier ist Metall. Das ist eine ganz blöde Idee. Das sieht doch schon mal gut aus. Mechanik. Also, da sind ein paar Federn. Und da ist hier irgendwas. Und hier irgendwas. Jetzt machen wir doch mal ein Experiment. So, mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt gehe ich mit der Heißluftpistole ran. Und was ich jetzt erwarte, ist, dass eins von denen hier, es muss eine Wachsschicht sein. Und ich behaupte, das hier. Und dann gucken wir, was passiert, wenn es passiert. Ah, seht ihr das? Seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Hat mal davon abgesehen, dass es qualmt. Jetzt ist hier das Zeigel da weggegangen. Und da hat sich hier was bewegt. Und wenn man jetzt den Durchgang misst, dann ist es offen. Vorher war es natürlich zu. Tja, wie funktioniert jetzt das? Machen wir nochmal eins auf, dass wir die Bestandteile haben, bevor ich sie heiß gemacht habe. But wait, there's more. Ich weiß, auf wen ihr jetzt gewartet habt, aber das ist jetzt eine etwas diffizile Arbeit. Haha. So. Jetzt hoffe ich mal, dass ich die Einzelteile hier rauskriege. Seht ihr das? Das hier kann ich reindrücken. Und jetzt nehme ich mal mein Messgerät. Okay, das leitet. Da auf die Idee weitergekommen. Also zum Beispiel hier, die Feder hier isoliert gegenüber dem Gehäuse. Ist eigentlich auch logisch. Was hier leitet, das ist der Kerl in der Mitte. Piep. So. Das hier drückt jetzt rein. Das ist eine Platte, die hat hier mit dem Gehäuse Verbindung und drückt rein. Da ist eine Feder dagegen. Das haben wir im Querschnitt auch schon gesehen. Wenn ich das zusammen mache, dann passt das genau so, dass diese Platte, die jetzt hier schon langsam rauskommt, gegen den Stift da drückt. So, da haben wir jetzt die Platte hier, die erste. Und hier drin ist die andere Feder. Komm mal raus hier. Ich glaube, das nennt man jetzt Extraktion, was ich da mache. Warum muss ich jetzt an Michel aus Lönneberger denken, wo er diesen Zahn loswerden wollte und dann irgendwann mal, ja, das von der Scheune gesprungen ist und sich den Zahn da an der Schnur und ihr wisst schon, ne? Weiß nicht, warum ich jetzt da dran denke. Na, da kommt der Spitz raus. Jetzt geh halt das. So, da ist die nächste Feder. Und jetzt hat es mir natürlich auch diese Platte hinten rauskauen. Und so wie das jetzt funktioniert, wenn man jetzt da hinten reinguckt, aber das habt ihr ja gesehen, da ist etwas Wachsartiges. Ah, in dem Fall ist es mehr Pulver. Und das habt ihr ja schmelzen gesehen.
Wenn das Pulver schmilzt, dann könnt ihr euch bei dem besser anschauen. Die folgende Werbepause dient zur Finanzierung meines Luxuslebens. Und zwar wird diese Werbepause finanziert von ISAS Rec Experts. Das ist ein Screen Recorder und den kann man benutzen, um Screens zu recorden. Kann alles mögliche Zeug, schaut es am besten auf der Website nach. Es gibt jetzt auch einen Promo-Code. Ich sag's euch gleich, die kostenlose Variante, mit der kommt ihr nicht arg weit. Das ist so ein kleiner Tipp unter uns. Ihr könnt natürlich Bildschirmbereiche aufzeichnen. Ihr könnt den Cursor highlighten lassen oder auch nicht. Und ihr könnt die Audio-Tracks miteinander mischen. Und lasst euch bitte durch die Webcam-Einblendung nicht irritieren, das liegt an meiner Webcam, dass ich den Grünstich nicht bis zum Ende wegbekommen habe. Benutzt mal den Link und den Promocode unten in der Videobeschreibung, der gilt bis 27. Dezember und ihr wisst ja, alles auf dem Weg zur Weltherrschaft, also zu meiner Weltherrschaft ist gut. Also kaufen macht glücklich, also mich jedenfalls. Also jetzt, ich sehe dir, dass hier fehlt natürlich dieses wachsartige Zeug. Das heißt, dass die Feder hier, die Platte hier wegdrückt. Also weil sie es dann schafft, gegen diesen Gegendruck hier die Platte wegzudrücken. Die Platte ist hier mit dem Gehäuse verbunden. Hier in der Mitte von dem Kunststoffding, da ist ihr Zielkontakt. Deswegen ist es aus Kunststoff und deswegen habe ich auch vermutet, dass das Wachs auf der Seite ist. Und wenn die Platte mit dem nicht mehr verbunden ist, dann ist es offen. Wenn jetzt hier im Gegenzug jetzt da etwas das zurückdrückt, also wie gesagt, dieses, ich nenne es einfach mal Wachs, dann drückt es insgesamt diese ganze Platte in Richtung auf diesen Gegenpunkt. Und dann ist der Stromkreis geschlossen. Und jetzt fragt es mich allerdings nicht, wie sie die verschiedenen Temperaturabhängigkeiten machen. Das weiß ich nicht. Ich nehme jetzt mal an, dass es zusammenhängt mit diesen Mischungen von dieser Pumpe, die da hinten drin ist. Wenn ihr mehr Details wisst, dann you're welcome. Rahmenbedingungen von dem Zeug ist natürlich erstmal die Temperatur und der Strom. 113 Grad, 15 Ampere. Jetzt aber nur so for the lols. Wir haben auch noch andere. Wir haben jetzt erstens mal die eckigen hier. Und wir haben die hier. Die sehen ähnlich aus, sind aber dann doch wieder irgendwie anders. Und deswegen möchte ich jetzt eine von denen aufmachen. Wir haben zwei davon. Deswegen schneide ich die jetzt einfach nach der Brutalo-Methode auf und schaue, ob der Inhalt ähnlich ist. Wenn er gleich ist, dann sparen wir uns die Arbeit und sonst machen wir es im Detail auf. Oh, signifikant anders. Also auf die harte Tour. Das sieht jetzt aus wie der schwarze Ritter aus Ritter der Kokosnuss. Ich spuckte ins Gesicht. Also ich denke, das ist Keramik. Also hilft da vielleicht bloß die ganz brutale Methode. Und wieder spielen wir What's Inside, aber in gut. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dass ihr alles Mögliche unten in der Videobeschreibung findet. Ihr findet am Affiliate-Links, ihr findet sogar eBay-Affiliate-Links, ihr findet PayPal und Konsorten. Und was da drin ist, das habe ich schon mal gelesen, aber nie gesehen. Das sieht jetzt aus wie eine Lötung, die aufgeht. Das ist jetzt sehr laienhaft ausgedrückt. Schrauben muss man den Schraubi. Ob wir das Ding auch beim Aufgehen beobachten können. Erstmal gucken, ob es noch leitet. Es leitet. Dann heizen wir mal ein bisschen ein. Hä? Oh, und ausgelötet. Das hat jetzt fast ausgeschaut, wie wenn das da am Rand Flussmittel wäre. Und ich glaube, so irgendwie habe ich das verstanden. Und jetzt hat sich hier einfach die Verbindung gekappt. Was mich jetzt interessiert ist, wie die sicherstellen, dass die Drähte auseinandergehen. Aber wahrscheinlich ist es so, das ist wahrscheinlich so, dass die gar nicht zusammenbleiben können. Moment, da muss man noch ein bisschen heißer. Okay. Ja, der schmilzt halt einfach weg. Klar, das ist der Mechanismus dahinter. Es funktioniert so, dass der Draht gar nicht zusammengelötet ist, sondern die ganze Verbindung ist jetzt in meinen Worten Lötzinn. Das stimmt natürlich nicht. Das ist irgendeine Legierung. Und die trennt dann das Ganze wieder auf. But wait, there's more. 110 Grad. 20 Ampere. Uiuiui. Das sieht ein bisschen vergossen aus, hä? Was ist jetzt da drin? Das ist derselbe Trick wie vorher. Aber die haben da noch eine Feder drin. Fascinating. Das machen wir natürlich erstmal heiß. So, wo ist meine heiße Luft?
Manche sagen, er wird nichts anderes produzieren. Hahaha. Ist das schon aufgegangen? Moment. Nee. Ich glaube, ich schmelze gerade hier das Gießharz weg. Aber jetzt muss es doch langsam offen sein. Nö. Ist aber Horst wie Zau. Ich glaube, ich habe eine Theorie. Und zwar habe ich möglicherweise jetzt vielleicht auch zu hoher Temperatur jetzt die Feder hier ein bisschen entmachtet. Ist aber egal, es muss trotzdem schmelzen, wenn man es lang genug durchhält. Ah, okay. Also jetzt habt ihr gesehen, es funktionieren sollte. Auch wenn ich jetzt ein bisschen brutal nachgeholfen habe. Die Feder hat also funktioniert. Da ist genug Spannung drauf. Die haut dann, wenn diese Lötstellen hier aufgehen, einfach das Ding jetzt nach außen. Welche Temperatur hatte das Ganze nochmal? 110 Grad, aber eben auch 20 Ampere. So, das war jetzt mal wieder ein rechter Quickie. Aber ihr wolltet es doch auch, oder? Ja, das hat sich jetzt auch wieder gelohnt, das Zeug dann aufgehoben zu haben. Also ihr wisst, ihr kennt die alle. Also alles, was hier rumliegt, ist jetzt Second Level Recycling, weil das war alles, das waren Steckdosenleisten, Überspannungsadapter hier und so weiter. Ne? Und ich finde, jetzt haben wir quasi zweieinhalb, drei Arten von Thermosicherungen kennengelernt. Vielleicht gibt es auch eine vierte. Wenn ja, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Schreibt mir einfach alles, was euch einfällt, in die Kommentare. Ich beantworte nicht alles, aber ist ja wurscht. Hauptsache, ihr habt was zu tun, dann seid ihr mal weg von der Straße. Haha. Gut, also ich habe schon gesagt, Amazon Affiliate-Links und so weiter und so weiter. Und Patreon ist auch schön. Da muss ich mal wieder alle loben, die mich schon seit Jahren bei Patreon unterstützen. Ich erkläre es nochmal kurz. Da könnt ihr einfach jemandem beschließen, monatlich bla bla Euro in den Sack, nein, in den Topf zu werfen. Entweder das oder IBAN ist mir lieber als PayPal-Spenden, weil bei PayPal-Spenden muss ich euch ganz direkt sagen, da bleibt relativ viel auf der Strecke. Aber wie gesagt, es gibt unten in der Videobeschreibung einen Link auf meine Homepage. Und habe ich euch schon gesagt, dass ich einen Podcast habe, weil einige von euch haben mir gesagt, die ganze Laberei und so weiter, da wird auch ein Podcast reichen. Ja, gibt's auch. Findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Also dann, bis zum nächsten Mal. Servus.